Oh, hallo Freunde, ich bin wieder am Start. Ich darf endlich wieder dabei sein und Videos machen. Wie Sie ja wisst, die einigen, die es dann verfolgt haben, ich war ja über den Winter wieder krank, habe mich im Krankenhaus therapieren lassen und bin jetzt wieder gesund. Also ich bin wieder dabei. Man hört es vielleicht noch, ich habe noch eine kratzige Stimme oder recht raue Stimme. Ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen und habe dann überhaupt keine Stimme mehr gehabt. Es hat dann auch ziemlich lang gedauert, deswegen konnte ich auch nicht einmal ein Video machen und sagen, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Es ging einfach nicht, ich konnte nichts reden. Ja, das hole ich jetzt nach. Danke für eure Treue und danke für euer Abo. Es freut mich immer sehr. Was machen wir heute? Ihr seht im Hintergrund die Brutmaschine. Uns ist nämlich was passiert im Winter. Wir haben ein Habicht bei uns gehabt. Das habe ich schon mal in einem Video gesagt, im letzten Video oder vorletzten Video war es. Der Habicht hat aber nicht mittlerweile ein oder zwei Hühner geholt. Der Habicht hat ganze 10 Hühner geholt bei uns. 10 Hühner getötet. Also wir haben 10 Hühner an Habicht verloren. Und wer weiß, wie teuer ein Huhn ist, ein Huhn kostet nämlich so um die 10 Euro, weiß, dass das eine Zeit lang dauert, bis das wieder drin ist mit den Eiern. Und folgedessen machen es mir so, dass wir die selber ausbrüten, die Eier. Wir haben einen Hahn bei uns ja dabei. Und jetzt haben wir hier 25 Eier drin und brüten die mit dem Inkubator selber aus. Eine Glucke haben wir leider nicht. Und jetzt über den Winter, wir haben jetzt vor 11 Tagen begonnen. Also heute ist der 11. Tag. Wir haben jetzt vor 11 Tagen begonnen, die auszubrüten. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Die Geschichte mit dem Habicht war noch ganz lustig. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben durch das, dass wir ja schon ein paar Mal den Habicht da gehabt haben, haben wir den Auslauf verkleinert ein bisschen mit einem Zaun einfach verkleinert und oben drüber halt so ein Vogelschutznetz drüber getan. Jetzt haben wir eigentlich gemeint, das wäre sicher. Ja, und dann, meine Frau wollte gerade Eier holen. Und kam dann schreiend wieder rein. Max, Max, schnell, komm her, da ist der Habicht da. Da ist der Habicht da. Da haben wir gedacht, ja gut, der Habicht war jetzt in letzter Zeit oft da, wer kommt denn nicht mehr rein? Und dann bin ich raus und dann war der Habicht da drin unterm Bauwagen im Netz gefangen. Ja, super. Kommt der nicht mehr raus? Und augenscheinlich war er auch noch verletzt, so wie das ausgeschaut hat. Also, ja, wir haben dann echt nicht gewusst, was wir tun sollen. Ich habe dann so lange Lederhandschuhe angehabt, die vom Schweißen, so Schweißerhandschuhe, die gingen mir bis daher überall. Habe dann zwei angezogen, habe dann das Netz geholt, bin dann raus und dann hab ich versucht, diesen Habicht da mit den Handschuhen zu nehmen, in das Netz reinzutun und dann haben wir ihn in einer Katzentransportbox dabei getan. Die Bilder, die zeige ich euch jetzt. Ja, es ist eigentlich ein schönes Tier. Schaut schön aus. Also, wir haben früher so einen Papagei gehabt und der hat mich doch sehr an den Papagei erinnert, jetzt vom Ausschauen. Auch wenn es ein Raubvogel ist und er natürlich meine Hühner tötet, aber ja, schönes Tier. Was machst du dann mit dem, haben wir uns gedacht. Ich habe erstmal gar nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe dann im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann den Jagdverband bzw. unseren Jäger angerufen. Der war allerdings nicht da. Dann habe ich im Jagdverband einen anderen Jäger angerufen und der hat mir dann auch bloß eine Auskunft gegeben, mit der ich so nicht zufrieden war. Der hat dann auch bloß gesagt, ja, mir wurscht, was du damit machst. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ja, super. Das war jetzt nicht gerade das, was ich hören wollte, muss ich sagen. Gut, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, was der sagt. Ich fand es nicht richtig. Aber gut, ich habe dann weiter geschaut, habe dann im Internet weitergesucht, habe dann die Telefonnummer von einer Falknerei ausfindig gemacht, die jetzt auch nicht weit weg ist von uns, habe dann da angerufen und das ist so eine Falknerei, wo es halt von den Flugshows, von den Burgen und vom Volksfest oder wo man es auch immer kennt oder so, die was da Flugshows mit Habichte und Falken und so weiter machen. Der hat mir aber auch bloß gesagt, ja leider machen die. Nehmen die keine Wildvögel auf, die haben nur ihre eigenen oder Nachzuchten oder was die haben. Hat mir jetzt also in dem Fall nichts gebracht. Jetzt hat der mir aber eine Telefonnummer gegeben von einem Vogelschützer oder Wildvogelschützer, der so
Wildvögel aufnimmt aus der Gegend. Und den habe ich angerufen. Und der hat sich bedankt, dass ich den Vogel, dass ich ihn angerufen habe. Und es hat keine 20 Minuten gedauert, dann war der da. Und war dann, das waren zwei Leute, die waren auch mit riesigen Handschuhen, haben die dabei gehabt, riesige Handschuhe, weil der hat ja richtig feste Krallen gehabt, der Habicht. Und einen Schnabel, mit dem er jeden, glaube ich, verletzen kann. Und hat den dann mitgenommen. Also er hat den dann in seine Box, Transportbox getan. Der hat da keine Berührungsängste gehabt, wie ich. Hat den mitgenommen und fertig. Ja, der hat mir dann eben auch bloß erzählt, dass die in dem Jahr 2019 war es ja noch, 80 solche Fälle gehabt haben, wo die solche Habichte geholt haben oder gefangen haben. Und hat mir dann auch erzählt natürlich, dass das, dass er den dann gesund pflegt und wieder auswildert. Der ist ein Männchen, der gefangene Habicht war ein Männchen und hat noch kein eigenes Revier, weil noch ein junges Männchen war, weil noch sehr klein war. Und folgedessen ist das kein Problem, hat er gemeint, den irgendwo anders auszuwildern. Und sie haben ihn dann, ich glaube, 30, 40 Kilometer von unserem Wohnort wieder ausgewildert. Und ja, ich habe seitdem keine Probleme mehr gehabt mit dem. Der war weg. Also, wir haben auch keine anderen Probleme mit dem Habicht jetzt mehr gehabt. Da hat sich die Sache also gut in Luft aufgelöst. Deswegen hier 25 Eier, die wir ausbrüten, beziehungsweise 20, die befruchtet sind. Und das zeige ich euch jetzt. Übrigens habe ich vom Jahr 2019 noch 4 Videos, die ich jetzt dann jede Woche dann noch eins veröffentlichen tue. Ich bin durch meine Krankheit dann leider nicht mehr dazu gekommen, die zum Schneiden. Das hole ich jetzt dann nach und dann kommen die noch dazu. Also dürft ihr euch darauf freuen, bevor es dann erst wieder mit 2020 weitergeht, mit den neuen Videos. Ja, dann machen wir da hinten weiter. Ja, zu der Brutmaschine selber kann ich jetzt nicht so viel sagen. Die ist für 54 Eier ausgelegt und wir haben schon mal erfolgreich damit Hühner ausgebrütet, also bei uns funktioniert es. Ich habe jetzt schon in anderen Kommentaren mal gelesen, dass die scheinbar bei denen nicht so gut funktioniert. Ich habe ein paar Kleinigkeiten verändert und die Temperatur passt soweit. Also wir haben jetzt hier eine eingestellte Temperatur von 38,3. Und wie man jetzt hier schön sieht, ich habe hier ein Thermometer drin liegen. Bei uns passt die Temperatur sehr genau. Ich habe hier allerdings auch den Sensor hier anders eingebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der im Original war, aber ich habe den so eingebaut, dass er über den Eiern ist. Der Sensor, dass er an der Oberkante vom Ei aufliegt oder fast aufliegt. Und mit dem funktioniert das eigentlich recht gut, dass ich den Sensor so verlegt habe. Da müsste meiner Meinung nach die Temperatur viel genauer und viel besser. Hier kann man es nochmal schön sehen. Ja, dann machen wir mal den Deckel hier ab. Heute ist übrigens der 11. Tag vom Ausbrüten. Ich habe hier so eine Schierlampe gekauft. Und da schauen wir jetzt mal nach. Hier sieht man die feinen Äderchen auch. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man sogar Bewegung drin. Hier dasselbe. Jetzt zeige ich euch mal zum Vergleich ein unbefruchtetes Ei. Da erkennt man natürlich gleich, das ist ganz, schaut ganz anders aus. Das ist durchgängig durchsichtig in der Schierlampe, also man kann komplett durchschauen. Hier ein anderes unbefruchtetes Ei. Und hier nochmal zum Vergleich die
befruchteten Eier. Das ist jetzt ein bisschen dunkleres Ei, aber man sieht auch sehr schön hier die Bewegung da drin. Und die feinen Äderchen. Mal wieder Licht an. Ja, hier sieht man Tag 11. Die Luftfeuchtigkeit ist immer über 50%. Wir haben hier auf der Seite eine Öffnung, dieses kleine Loch. Da füllen wir immer mit so einer Flasche, die beiliegend war, Wasser nach, sodass die Luftfeuchtigkeit auch passt. Man sieht das auch schön hier am Deckel überall, dass die Luftfeuchtigkeit in Ordnung ist, weil der Deckel immer beschlägt. Die Temperatur jetzt gerade 34 Grad, weil der Deckel offen ist. Aber die eingestellte Temperatur ist 38,3 Grad bei mir oder 38,2 Grad. Hier habe ich noch ein Thermometer drin, mit dem ich das vergleiche. In dem Fall ist das ein Joghurtthermometer, weil ich kein anderes gehabt habe. Und die Temperatur passt bei mir ziemlich genau überein mit dem Sensor. Ansonsten, wie jetzt eben, lüfte ich jeden Tag 10 Minuten mal, um die Eier, um die Temperatur ein bisschen abzusenken. Das ist wie die Glucke ja auch. Die verlässt ja auch mal jeden Tag ihr Nest. So machen wir das auch. Ja, wenn euch das Ganze interessiert, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Es werden jetzt auch regelmäßig Videos wieder kommen. Vielleicht nicht ganz so regelmäßig wie früher. Also ich kann es jetzt noch nicht versprechen. Die Regelmäßigkeit hängt davon ab, wie viel ich einfach zu tun habe, was es zu tun gibt, was vielleicht interessant ist zu filmen. Bleibt einfach dran, lasst ein Abo da, macht die Glocke daneben an und ihr erfahrt es, wenn ein Video kommt. Wenn ihr auch wissen wollt, wie es mit den Eiern hier weitergeht, wie viele Hühner dann draus schlüpfen, wie viele Küken das wären, dann erfahrt es auch. Wird sicher noch das ein oder andere Video kommen. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass ich wieder da sein darf und wünsche euch alles Gute erstmal. Wenn ihr Fragen zu den Videos habt, dann bitte in die Kommentare unten rein. Wie ihr ja wisst, antworte ich meistens drauf oder ich versuche zumindest meistens drauf zu antworten. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also macht es gut, bis dann, ciao.